So, Leute, willkommen zu einer neuen Folge Arcos Maul. Wieder dabei mit dem Bio. Hey, positionieren. Hi. Perfekt. So, sitz dich drauf. Hast du dich equipped? Yep. Wie gesagt, der hat weniger Stamina, der hat nur 300 oder so. Ich hab dem gerade noch eins Level of Stamina gegeben, okay. Der hat jetzt 420 und hat aber 7% mehr als der andere an Movement. Hier lang, unser Plan: Michael und Pac-Man raushauen. Die haben noch zwei Leben, wir wollen die finishen. Bevor die sich selbst umbringen. So, ready? Jo. Können gucken, dass wir wieder diesen Secret-Aufgang einfach hochgehen bei denen. Ja, du meinst rechts rum. Nee, also, links rum. Ja. Links rum, aber dann einfach den Aufgang hochlaufen, dann stellen wir unsere Terrorbats irgendwo hin. Dann hinter einen Stein und snipen erstmal eine Runde. Und wenn sie dann kommen, in der Hoffnung, dass sie vielleicht nicht direkt mit einem Tier kommen. Bär, dann wird's lustig. Ich glaube, die haben keinen Bären. Die haben aber noch einen Rex. Pronto. Ah. Vielleicht genau sowas gerade nicht kommt. Wieso bin ich schon wieder so hart überladen? Weil es ein Terrorbird ist mit wenig Gewicht. So. Ach, wir haben sogar Bären vor ihrer Base. Sie könnten sich einfach einen Bär zähmen. Ja. Mir ist kalt. So. Hallo? Rechts. Ich hätte gesagt, wir stellen unsere Terrorbats irgendwo hinten an den Spot. Und zur Not, wenn wir gebullert sind, können wir neutral pfeifen. Ja. Als wenn die das jetzt zugemauert haben. Kommen wir da trotzdem noch durch mit Terrorbats? Try. Find arrow. Hat keine Stamina mehr. Ich auch so. Dann lauf mal vor sonst. Ich hätte mich auf den Pillar gestellt, wäre damit auch hochgesprungen eventuell. Ja, bin oben. Geh nach rechts um den Spot. Kommst du hoch? Jein. Rechts an dem Pillar musst du vorbei. Ja, so. Versuche ich gerade. Komplett außen. Nein! Fuck, Alter. Da wieder jemand boostet. Ja, kind of. Versuche halt quasi auf dem einen Dingen hier abzuspringen. Ja, du musst. Deshalb, wenn du ganz nach oben gekommen bist, wo ich auch gerade oder wo du auch am Anfang warst, versuchen rechts an einem rechten Pillar vorbei. Nee, geht auch so. Okay, komm. Oh fuck. Bin auch noch unten, ne? Ja, hab ich gesehen. Guck mal, ob die gerade kommen. Ich krieg keine Hits mehr. Meinst du den Aufgang hoch? Oder von der Base aus? So. Ah, hier hinten ist auch noch eine Plant. Okay, sollte ich jetzt nicht unbedingt reinlaufen? Ich hab meinen jetzt einfach hier ins Gebüsch gesetzt. Ja, oh, Dido. Okay, snipen. Worauf versuchen wir als erstes zu snipen? Warte. Schieß mal einmal auf den Rex. Muss halt aufpassen, dass sich jetzt gleich nicht einer mit Bowler anrennt, ne? Ich geh mal hier rechts auf die Klippe. Ja. Bleib mal hier im offenen Feld. Ja, wenn jetzt gleich irgendwo einer eine Bowler kriegt, der ist dann instant RIP. Schätze ich mal. Ich stehe im Gebüsch mit Carvision, also ich sehe, was hier rumläuft. Toll, ich glaube, ich habe gerade das für jemanden nicht getroffen. Du hast Damage gemacht. Ich habe eine 98 Damage-Zahl gesehen, also du hast getroffen. Ich schieße aus für mir. Die kommen. Die sind da auf jeden Fall. Ja, ich sehe es. Ja, zur Not drück ich einen Shot, aber pass auf, ne? Ich kann nicht da. Ich muss erstmal dann gleich zu dir rennen, wenn du da gehittet bist. Mein Iro guckt einfach raus.
Ich hab die Wasserleitung im Weg. Easy. Vorne am Tor ist eine. Mhm. Warte, dass irgendwo einer auf eine erhöhte Position geht. Oh, rechts an der Pflanze. Einer pusht raus, das ist Pac-Man. Er pusht mehr oder weniger in deine Richtung. Ja, ich sehe ihn nicht. Ihr seht mich auf jeden Fall. Ah, ich sehe, wo er liegt. Ja, leider nicht. Schießen auf mich. Ein Stück hinter Felsen. Pusht mich einer. Bescheid, wenn ich zu dir kommen soll. Jetzt. Du bist einfach rechts, ne? Ja. Das war der zweite Shotgun-Schuss. Seh dich nicht. Ja, unten an dem Fels, an der Klippe bei denen. Ja, ich sehe dich, du stehst neben mir. Jetzt Bowline. Haben einen Shot. Entschuldigung. Oh, die kommen zu zweit. Jetzt einer mit Bowler noch. Das war close. Atsch. Stamina-Recken. Bin gegrabbelt, Schlag. Jo, bin frei. Also Headshot funktioniert. Gebolert, hier vorne. Jo. Hat einen Hit. Noch einen Hit. Hose weg. Töte ihn. Bin schon wieder gegrabbelt, Alter. Leute, bin ich aber gegen ihn gesprungen. Leute, ich kann das nicht kaputt schlagen. Mit der Headshot. Nein, ich schlage drauf, ich kann es nicht kaputt machen. Ich krieg es nicht kaputt. Jetzt bin ich befreit. Hast du den nicht getötet, den Gebolerten? Ich habe meine Schuhe verloren. Ich habe keine Stamina mehr. Als ich geschossen habe, war da schon gar nicht mehr Gebolert. Die haben sich irgendwie befreit. Ja, und das war meine Brust. Ich muss eben meine Sachen anziehen. Jo. Als ich vorne war, hatte ich auch auf einmal keine Stamina mehr. Hatte ich nicht geachtet. So, ich bin wieder am Start. Ich habe nur noch 4 Bowlers. Ich habe da einen Headshot gegeben. Ja, habe ich gesehen. Ich meine, ich habe 12 Grappling Hooks, ich könnte auch einen die Klippe runterschmeißen. Ich hoffe, dass er nicht vom links vom Felsen kommt. Als wenn die jetzt ihre Sachen reparieren gehen. Den einen hat es halt übelst erwischt, den hätten wir halt finishen. Ich wollte den halt auch finishen, den Gebolerten. Ja. Der hat sich wahrscheinlich weggegrabt. Nur, das Ding ist halt einfach, ich wurde halt die ganze Zeit weggegrabt. Ich schlag halt mit der Axt die ganze Zeit wie ein Bekloppter. Und kann mich nicht entbohlen. Mit der Spitzhacke oder mit der Hatchet? Mit der Axt. Das hat auch gerade dreimal geklappt. Soll. Du schießt wieder 4 um mir an. Ja. Da läuft wieder vorne einer rum von denen. Wo genau vorne? Ja, lief gerade neben dem 4 um mir. Am Schuss. Guck mal, wie die Rüstung aussieht. Oh, ich wechsle die Hose. Ja, vielleicht nicht auf freiem Feld unbedingt. Nee, ich hab hier hinter der Kante gelegen, warte. Denkt denn das scheiß Fiomi eigentlich? Where are you hiding? Guck mal gerade in Triblock. Nee, nix. Siehst du jemanden? Ja, ganz leicht immer, der sneakt durch die Pillar durch. Liegt aber noch dahinter, also. Nur wenn du eine gute Vision hast. Dadurch, dass ich keinen Shadow Stack habe, wackelt natürlich die Long Neck übelst. Shadow Stack wird er wahrscheinlich. Hab einen Headshot gedrückt. Daneben sneakt der andere. Er hat einen normalen Hit. So, kein würdiger Abgang hier. Schön. Noch ein Hit. Hier, dass du nicht ein Tier triffst? Ja. Von links kamen Schüsse. Wenn wir noch von vorne. Ich glaube, das ist ein Tierschwanz, den wir da abschießen. Das ist immer wieder was, was regelmäßig da hochpiekt. Das ist ein Tierschwanz. Das ist ein dunkle. Ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass er fünfmal in derselben Ecke piekt. Ja, was ist denn jetzt hier? Kein Bock mehr schon wieder, oder was?
Zweiter Rüstungsteil habe ich bis jetzt verloren. Wechsel nochmal, dass ich wieder komplett voll bin. Jungs. Nicht, dass sie dich gleich am Schleichen kommen oder sowas, ne? Ja, deswegen gehe ich immer zwischendurch nach links, Felsen da rum und guck. Aber ich habe nur noch 4 Bolas, ich kann mir keine mehr nachcraften. Wobei, wenn ich nur Steine brauche, kann ich mir welche nachmachen. Ich habe 20 dabei, kannst du welche haben? Auch nur Steine, ja. Ich sammle die hier eben auf, einfach. Aber eben farm. Rammer, ding, ding, dong. Haben die gerade geschossen? Ja, die haben geschossen. Darf keiner von denen nach vorne pushen, das wäre fatal. Ja. Vor allem nicht, während du craftest. Vor allem mit Graveling kannst du jetzt ja auch nicht viel anrichten hier. Also was würde ich denn jetzt machen? Jetzt kann ich maximal versuchen, einen die Klippe runterzuziehen, um mich selbst wieder hoch zu grabbeln, weil ich halt einfach 13 Grappling Hooks habe. Aber derjenige wird auch Parachutes dabei haben. Ja gut, aber dann ist er erstmal raus. Wenn er sich nicht perfekt wieder hochgrabt, ist er erstmal unten. Ich habe noch 15 Longneck-Schüsse. Ich habe 18. Wo zum Donnerwetter sind die hier? Jetzt kommt mir der nicht hoch. Man könnte jetzt hingehen, könnte da noch ein paar Granis reinschmeißen nachher, aber guck mal, müssen die ja noch mal rauskommen. Ja, ich weiß, ich habe auch keine mitgenommen. Hallo. Ich da wäre. Aber ich sehe die auch nirgendwo rumpieksen. Dann fress ich wieder random einen Hit. Keine Ahnung, wo der herkam. Noch 7 Minuten. Das ist komisch. Zurück in die Base und mit Granis nochmal wiederkommen? Wegen? Weil irgendwann müssen sie dann rauskommen, aber das Problem ist die Plants halt. Wir dürfen halt in keine Plant irgendwie reingeraten. Das ist halt Insta-Rip. Ella! Wo liegen die? Irgendwo anscheinend, wo sie dich treffen können, aber mich nicht. Ja, irgendwo eine erhöhte Position. Die gab es dann schon manchmal links raus und dann. Weiß ich eine. Wir können auch mit Markus Maulatsch einen Rex an den Brunnen zu töten. Immer wieder abwechselnd einen Hit geben, damit die den Dot kriegen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich gucke jetzt mit dem Fernrohr. Ob ich da irgendwo was erkenne. Jomia blutet auch gefühlt noch nicht. Mutter irgendwo in der Blume. Jetzt wollen sie auf einmal doch nicht mehr ausscheiden. Voll beschissen heißt das Vieh. Bestes Lauftier, der Ankylo. Ja gut, dann machen wir jetzt einen Abgang, würde ich sagen. Jo. Nicer Fight. Hier weiter oben auf jeden Fall. Aber war ja erstmal ein netter Austausch. Und mit den Grappling Hooks, gut, dass das gepatcht wurde, sonst wäre ich die auch nicht so angelaufen, glaube ich. Ja. Erstmal, Daten. Können wir die Wasserleitung mal eben gerade noch zerschlagen? Bleib mal hier, pass mal auf mich auf. Oh lol. Aber nicht mit. Ich kann die mit Dinos zerschlagen.
Weil ich kann den Brunnen zerschlagen. Oder so, für auch schnell. Okay, und Abgang. Auf rechts sind noch Pflanzen. Chicken McNugget-Angriff beendet. Hey. Sieht bei mir so aus, als würdest du dich auf einmal wegboosten vor mir. Also ich flieg direkt rüber, ne? Hey. Wie? What the fuck, wie weit bist du denn geflogen? Bin auf der anderen Seite. Ja, ich sehe es, aber ja gut, ich bin halt auch schon wieder fast am Überladungsmaximum, aber wir sind gleichzeitig abgesprungen, auf einmal hast du den übelsten Boost hingelegt. Er boostet. Eben Rüstung reparieren, Waffen reparieren, nachladen und dann. Materialtechnisch haben die halt da, was das angeht, keine Chance. Gut, dass ich auf jeden Fall jetzt nicht in die Plants noch weiter reingezogen wurde. Das Ding ist, er hätte einfach nur still stehen bleiben müssen mit mir. Der hat mich die ganze Zeit auf kurze Range hoch und runter gezogen. Ja. Und dadurch haben die Pflanzen nicht getroffen. Dadurch haben die Pflanzen gemisst. Und ich wurde die ganze Zeit nicht gehittet und habe halt wie ein Irrer auf die Grappling Hook geschossen. Kann auch sein, dass wenn man zweites Mal gegrappt wurde oder so, vielleicht dann einfach nicht mehr, sich nicht mehr befreien kann. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gezielt immer wieder draufgeschlagen, aber es ging nicht. Hello. Hi. Amina. Und Level Up. Letzte macht die Tür zu. Letzte lässt sich von einem Terrorbird festdacken. Ach, nee. Ich hab's mir angewöhnt, irgendwie immer nach links abzusteigen. So. So, was habe ich denn alles jetzt verloren? Eine Boost. Hose. Und der muss ja auch sauber gehalten werden. Mhm. So, ich bin wieder komplett. Longneck habe ich auch repariert. Jetzt habe ich noch 14 Schuss. Ich lade nochmal eben 5-6 Schuss nach. Aber meine Lungenwege ist quasi gar nicht kaputt gegangen dadurch. Auf jeden Fall reichen 10 Bullers nicht. Nehmen wir nochmal 10 mit. Oh, hier sind nochmal 5 Schuss. Ich habe jetzt 26 Schuss dabei. Shotgun Muni. Ja, das passt so. Dann nehme ich jetzt noch Granaten und dann habe ich. Oder nehmen wir jetzt auch Akos Maul Launcher mit? Also ja, wird irgendwann ein heftiger Overload, also. Keine Ahnung, die Tiere sind mir eigentlich egal, die haben ja nichts Besonderes mehr stehen. Wenn nichts, was uns gefährlich wird. Eben. Das Ding ist, wir haben jetzt noch eine Minute. Na gut. Geh ich nochmal einmal trinken, kacken. Sonstigen Scheiß. Ja, denn schade, dass wir den Gebolaten in dem Moment nicht weggekriegt haben. Der ja, keine Ahnung, also als ich geguckt habe, war da keiner mehr gebuddert, irgendwie. Ja, der hat sich wahrscheinlich weggegrappt. Gehe ich mal stark von aus. Wir hätten sofort draufgehen müssen in dem Moment, wo ich ihn gebuddert habe, nur ich wurde in der Sekunde weggegrappt. Haben wir eigentlich irgendwo noch ein Campfire, um Fleisch zu machen? Ich glaube, die haben wir abgerissen. Oh, die wurden abgerissen. Habe ich noch was am Ende des Videos? Jetzt will er es genau wissen. Ja, natürlich. Schnell wieder dahin.
Ich habe auch einfach drei Schlafsäcke dabei, die wiegen halt einfach 30 Kilo. GG. Solltest du vielleicht mal mindestens einen mir geben? Ja, ich habe zwei in den hohen Rex gelegt. Wobei Schlafsäcke eigentlich nichts bringen, wenn wir da hinten fighten. Eben. Maximal kann man es überlegen, aber es ist halt auch immer riskant, nackig in so einem Schlafsack wieder zu spawnen. Wenn dein guter Tame dann noch steht, dann kannst du es eventuell mal riskieren, aber ansonsten. Sonst ist keiner gestorben, ne? Fangen sich einfach an. Ab. Na ja, gut, Leute. Dann, schaut bei den anderen vorbei. Lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt was fackel auch immer. Fackel nicht so lange. Fackel nicht so lange, Alter. Ja, gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.